Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, welche nicht mit uns gemeinsam gearbeitet haben in der Handwerksenquete, fragen sich vielleicht etwas, warum haben wir hier drei Anträge vorliegen? Es ist vielleicht auch für Außenstehende etwas die Anmutung in diesem schönen Film, wo es darum geht, ja, dass die Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront kämpft. Aber auch wir Grünen haben uns eigentlich dazu entschieden, zu unserem Antrag weiterhin zu stehen, weil diese anderen Anträge etwas ausdrücken, und zwar ausdrücken von einem Geist, der sich grundsätzlich zu sehr europakritisch äußert. Und auch diese Dinge haben wir haben versucht, genau diesen europakritischen Ansatz aus diesem Enquetebericht Handwerk herauszuholen und ihn zu ersetzen, in einen Ton umzumützen, wo es um Solidarität geht mit Europa, aber gleichzeitig auch um Einhaltung dessen, was wir hier für richtig erhalten und das auch als Grüne weitgehend immer unterstützt haben und auch die Anträge mitgetragen haben, wenn es hier darum geht, die berufliche Bildung zu stärken oder das Handwerk zu stärken, die freien Berufe zu stärken. Aber was Sie hier ausgedrückt haben, auch in dem Vortrag von Herrn Spieker, kam wieder heraus, das Vorbild Deutschlands und die anderen, wir sind so toll, die anderen könnten es nachmachen, haben Sie grundsätzlich nicht verstanden, dass unser System für uns gut ist, ja, dass dieses System auch funktioniert in der Schweiz, dass dieses System ähnlich ist in Österreich, aber dass wir nicht einfach sagen können, dass unser System anwendbar ist auf ganz Europa. Das funktioniert nicht, weil wir eine andere Kultur des Ganzen haben, besonders in den handwerklichen Berufen. Und diese Dinge kann ich nicht und wollen wir auch als Grüne nicht unterstützen. Und deshalb ist uns auch der Punkt 3 besonders wichtig gewesen, diesen Punkt 3 im Beschlussteil hereinzubringen. Da geht es nämlich darum, dass es nicht bei der Subsidiaritätsrüge bleiben darf und bleiben kann, sondern man muss sich natürlich auch ernsthaft mit diesem Gesetzesvorhaben der EU beschäftigen, weil schon lange darüber geredet wird, dass es sicherzustellen ist, und zwar sicherzustellen ist der Verkehr von Waren, der Verkehr auch von Menschen in Form von Mitarbeiterentsendung, die Dienstleistungsrichtlinien, aber auch der freie Verkehr von Kapital. Und deshalb unterstützen wir an dieser Stelle auch natürlich schon die langjährigen Forderungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, der immer schon gesagt hat, dass der administrative Aufwand und die rechtlichen Unsicherheiten bei der Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen zu minimieren sind. Und deshalb ist eigentlich die Krux an diesem ganzen Paket, dass es eine Vielzahl von wichtigen Sachen miteinander vermischt und besonders diese Dienstleistungskarte, die unter Umständen dazu führen können, dass gerade der im grenznahen Bereich der Austausch gerade von Dienstleistungen besser funktioniert, dass das damit im Grunde genommen auch konterkariert wird. Aber ich gehe davon aus, dass genau diese einzelnen Maßnahmen zukünftig auch noch mal in diesem Hause beziehungsweise auch von der Landesregierung und der nächsten Regierung darüber hinaus fortgesetzt werden, weil das ist wichtig. Wir haben ja immer auch schon öfter den Kollegen der CDU gehört, den Herrn Dr. Bergmann, der ja aus Kleve kommt und auf die Besonderheiten gerade im grenznahen Gebiet mit den Niederlanden hinweist, wie schwierig es geworden ist, innerhalb von Europa Grenzen zu überschreiten. Und auch ich persönlich kann sagen, mit meiner Dienstleistung, die ich anbiete, und zwar europaweit, ist es nicht immer ganz einfach zu wissen, welche Regeln im Herkunftsland auf mich zukommen, welche Regeln vor allen Dingen auch gelten, bezogen auf Umsatzsteuern. Und deshalb braucht Europa etwas, was ich bezeichnen würde als gemeinsames digitales Zugangsportal. Ja, es geht nicht nur um die rechtlichen, es geht nicht nur um das Europarecht, sondern es geht natürlich auch dann um schnelle Zugänge, dann auch zu den einzelnen national, sage ich mal, zugänglichen Regelungen. Und das sind eigentlich Zukunftsfragen, die auch in diesem Paket ja enthalten sind, über die zu diskutieren ist und wo man mit weiteren Subsidiaritätsrügen nicht weiterkommt. Ja, es bleibt festzuhalten, wir stehen dazu, wir stehen zum Handwerk, wir stehen zum
zu den momentanen Regeln, die auch die freien Berufe haben. Das ist wichtig für die Qualitätsstandards zur Leistungserbringung hier bei uns. Aber wir sind gegen Mauern und wir sind gegen, sage ich mal, grundsätzlich die Verhinderung von Durchlässigkeit im Sinne von dem freien Verkehr in Europa von Dienstleistungen, Waren und anderen. Herzlichen Dank.